Funktionales für den Büroalltag. Bei der Übernahme einer Dorftischlerei im Jahr 1939 wollte Tischlermeister Heinrich Assmann endlich einen eigenen Betrieb für Bau- und Möbelschreinerei führen. Als Sohn Dieter 1968 die Firma übernahm, wurde der Handwerksbetrieb mit bis dahin 15 Mitarbeitern zu einem Industrieunternehmen entwickelt. 1999 übernahm Dirk Assmann in dritter Generation die Geschäftsführung der Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG als ein unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen, das auf 310 Mitarbeiter gewachsen ist und das aktuell 15 Ausbildungsplätze besetzt. 4 Niederlassungen mit 25 Mitarbeitern im Außendienst sorgen für größtmögliche Marktnähe. Gute Erfahrung gibt es dabei, neue Arbeitsplätze mit ehemaligen Auszubildenden oder Ü50-Mitarbeitern zu besetzen. Dieser Mix aus jungen Profis und erfahrenen Mitarbeitern trägt dazu bei, dem demografischen Wandel gezielt entgegenzutreten. Als Exklusivpartner engagiert sich die Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG bei der Unterstützung des Fußballvereins VfL Osnabrück, des Förderkreises Fußball sowie des örtlichen Sportvereins TSV Westerhausen. Individuell entschieden werden Sach- und Geldzuwendungen für kulturelle Veranstaltungen in der Region.